Kathi Hummels legt die Füße hoch und läutet damit die lang ersehnte Urlaubszeit ein. Denn der Weg bis nach Kroatien, wo sie aktuell mit Sohnemann Ludwig, Freundin Anna und Papa Freddy Fischer urlaubt, stellt die Moderatorin zunächst vor einigen Herausforderungen. Die größte, der dreijährige Hummels-Spross, kränkelt kurz vor der geplanten Abreise. Doch nun, mit etwas Verspätung, ist die kleine Familie in der luxuriösen Ferienanlage Good Karma, die Kathi und Mats gemeinsam besitzen, angekommen. Letzterer ist im eigenen Ressort nicht mit von der Partie, was wohl die wenigsten überraschen sollte. Denn seit Wochen heißt es medial, Mats und Kathi wollen sich scheiden lassen. Von den bösen Gerüchten lässt sich die 33-Jährige aber nicht die Urlaubsstimmung vermiesen. Im stylischen Bikini und mit cooler XL-Sonnenbrille genießt Kathi einen entspannten Pooltag samt aufblasbaren Einhorn. Ja, so lässt es sich leben. Eine eigene Ferienanlage hat schon was. Ob Mats ahnt, welchen Spaß er hier verpasst? Söhnchen Ludwig lässt ihn sich jedenfalls nicht entgehen und planscht vergnügt im großzügigen Schwimmbecken. Ausgelassene Momente wie diese scheinen Mama Kathi besonders nahe zu gehen. Er ist die Liebe meines Lebens, schwärmt die TV-Bekanntheit über ihren Nachwuchs und macht deutlich, solange es ihrem Sohn gut geht, ist die Welt in Ordnung, egal was die Schlagzeilen berichten.